Ach, danke. Gab es der meiner Fünften. Ach, hallo. Oh shit. Und hier spielen eben diese drei Charaktere mit, also zumindest drei. Scheiße. Einen neuen Review für euch und über den Film. Ach, wie das hasse. Das hasse ich wie die Pest, sowas zu machen. Hallo, liebe Filmfreunde. Ich bin euer Voice 80 und. Was gibt's? Nein. Soll ich rausgehen? Ja, ihr seht schon, ich bin völlig verrückt. Haha, ja, bin ich wirklich. Eins, zwei. Hallo, liebe Filmfreunde. Eins, zwei. Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Voice 80 mit dem weiteren Unboxing. Bah! Gedauert, aber wie gesagt, ich bin eigentlich ausschließlich Filme und Blu-ray-Unboxer, natürlich auch Steelbooks und so. Mit dem Verlosungsbild von den um die fünf Emotionen in dem menschlichen Körper, nämlich Angst, Freude, Wut, Ekel und Fuck. Der Zombie-Bibel und hier der Film, wo ich euch revieren möchte. Hallo, liebe Filmfreunde! Scheiße. Was geht's denn bei dem Film? Ja, der Film geht 95 Minuten. Und jetzt blinkt's auf, dass die Batterie leer ist. Scheiße. Ich wohne mich in dem Körper von der lieben kleinen elfjährigen Riley stecken. Und die müssen dann eben alles... Wirklich, Wuschko. Er ist auch der achte Teil der X-Men-Reihe, kann man fast sagen. Denn er hat auch einiges mit X-Men zu tun. Aber natürlich ist es ein eigenständiger Film mit nur ein ganz kleinen bisschen... Hört ihr das? Der Kater macht mich fertig. Ich drehe mir jetzt den Kragen rum. Nein, er lebt schon noch. Hier ist er. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Bis dann. Der hieß er vorher. Diese Serie vorzuführen, vor allem weil meine Frau immer dabei sein musste und sie auch nicht so viel Lust dazu gehabt, weil das Erinnerung an das Jahr 2015 gab es von. Hallo, liebe Filmfreunde! Mit der nächsten Ausgabe der Starship. Hallo, liebe Filmfreunde! Schaut wieder aus wie Sau. Bitch. Hallo, liebe Filmfreunde! Hör auf zu lachen. Meine Frau lacht mich aus, die blöde Kuh. Nein. Outtakes. Ich habe noch nie mitgemacht wie bei diesem Video, wie bei diesem Verlosungsvideo. Schatz, mein Kopf ist oben abgeschnitten. Soll das so sein? Bah. Hallo, liebe Filmfreunde. Auf geht's. So viele haben mitgemacht. Das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Jetzt los. Hallo, liebe Filmfreunde! Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Nix! Achso.
irgendwie das ganze Seite kommt so, da steht so wieder das falsch. Hallo! Beep, 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 beep. Hallo, liebe Star Wars-Fans und natürlich auch Science-Fiction-Fans. Und für alle die, die auch gern mal so einen Bausatz oder. Meine Scheiße, du Arschloch. Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Folge 80 mit dem weiteren. Oh. Ich bin der Clown. Moment mal. Ja, und da haben wir jetzt hier einmal. Fuck. Hat auch einiges an Bonusmaterial dabei. Scheiße. Witch Trap vorgestellt. Ein Geisterhaus, der zur Todesfalle wird. Hallo, liebe Filmfreunde. The Walk, ein Filmografie. Ich war vorher 80 und ich wurde. Euch ist doch klar. Ich hoffe, es unterstützen. Also alle, die diese Serien und. Bestimmt schon bemerkt haben, Mensch, der Voice und 80 posen nichts mehr bei Facebook und ist sehr rede, zumindest kommentier gering geworden. Das hört sich scheiße, oder? Kommentier gering? Fuck. Mit dem Update-Video für den Monat. In Februar Monat. Die 5. Ausgabe des Millennium Falken. Ich habe euch ja vorgestern oder gestern die 4. Ausgabe. Und dachte mir mal gucken, wie der mir das so gefällt. Und finde mich einfach, ob ich so eine Review dazu machen kann. Natürlich, nein, das ist alles zu. Und ansonsten eigentlich sind eigentlich alles so B-Movie-Filme, glaube ich. Das ist alles scheiße, was hier für ein Scheißlabe, Mann. Und ihr lest es schon in der Videobeschreibung. Und das ist eigentlich ein besonderes Video. Und ihr seht es schon. Ach, Hilfe, ja. Und ihr seht es schon in der Artikel, zumindest in der. Meine Fresse, so blöder Wichser! Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Folgen 80 mit einer Tech-Reihe-Video. Ja! Nein. Das ist das erste Teil des. Von, und ich wurde getaggt vom lieben Cinemanuel. Alles Liebe zum Film. Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer. Mit den besonderen Steelbooks. Listen. Na. Hallo, upsala. Nein. Warum juckt mir jetzt meine Nase? Was ist denn jetzt? Oh mein, nein, Birne, bleib bitte oben. Bleib bitte unten, geh runter. Bitte, bitte. Warum kommst du jetzt zu mir? Manni, leg hier bitte in dein Körbchen rein. Rambo First Blood. No.
falsches T-Shirt. Ich kann es immer nur besagen, Heiligenzimmer. Hier, mein Heiligenschein steht schon hier weg. Meine Haare stehen zu goldste Bärchen. Ja, denn das geht wirklich extrem schnell. Und ich habe jetzt schon fast 1400... Fuck you, du blöder Wichser! Ich muss immer wieder schoren. Ich bin einfach sprachlos. Wirklich Wahnsinn. 1400 Abonnenten haben wir heute geknackt. Und zumindest haben wir schon letzten... Ach, scheißen Dreck. Vielen Dank für deine Unterstützung. Für diesen super Kanalversteuerung von mir, für dich, von andersrum. Hallo, liebe Star Trek Fans. Star Wars Fans. Hallo, liebe Filmfreunde. Hier ist euer Folge 80 mit einem weiteren Mystery Unboxing Video. Ein Geschenkwurmchen! Das ist ein Geschenk. Mach nicht mehr fest, okay? Ja. Ich mache nämlich auch Unboxing-Videos von Steelbooks. Mit dazu aber auch gleich eine Kritik über den Film, was ich richtig cool finde. Dann macht er auch noch... fuck you. Und heute ist es soweit. Heute kommt der letzte Teil von Mockingjay Teil 2. Und die möchte ich euch gerne mal vorstellen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir machen einfach. Ich habe mir euch gestern, also zumindest. Und jetzt eben noch das zweite Mediabook, und zwar nämlich die Hölle. Im Video. Und ich habe euch vor langer. Oder nein. Paket bekam ich von Blu-ray, DVD, Filmforum. Deswegen Video für euch, die nacheinander jetzt rauskommen werden für euch an demselben Tag. Das exklusive Entertainment Blu-ray. Der hier ist euer Folge 80 mit einem mal Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja gestern bzw. vorgestern mit dem ersten von acht Unboxing-Videos von meinen DVD-Börsen aus Update. Hallo, liebe mit dem sechsten Ausbeute-Video. Es ist nochmal ein Steelbook. Ne, eigentlich kein Steelbook. Eher erstmal Future Pack, eigentlich ist es oder Future. Wie soll der Hasen?